kann den nicht mehr. Ach, jetzt. Warte mal. Party-Time! Party-Time! Warte, weg von der Party. Ich glaube, das ist das Aufregendste, was du bis jetzt hier erlebt hast. Aufregend? Nein. Ja. Weißt, können Sie bitte mal uns Ihre Karte geben? Nö. Was? Wie? War das ein Nö? Können wir mal einen ins Bein schießen? Der hat eine schlechte Waffe. Jungs, Sie können das jetzt auf die harte Tour oder auf die weiche Tour machen, wie ihr wollt. Warte, ich will noch die Niere haben. Nee, hier ist die harte Skalpell. Da oben ist ein Sniper, pass auf! Hab ich immer. Ja, dann schlagen wir ihn nieder. Ich hab mein Outfit gezeigt. Braucht ihr eigentlich euer Auto wieder oder ist das unwichtig? Ja, ich weiß nicht, ob wir das Auto wieder brauchen. Ja, pass auf, das Auto, das kostet ja 1,5 Millionen, oder? Was ist denn dir lieber? Neues Auto kaufen oder soll ich das Auto jetzt hier vor Ort kaputt schießen oder du gibst mir jetzt 750.000 für die Karre und du kannst abhauen? Ja, die zweite Option war gut. Gut, dann fahren wir mit dir jetzt zum ATM. Du gibst mir bar in der Hand 750.000 und ich lasse dich wieder laufen, okay? Wie viel willst du? 750.000. Wo soll ich so viel Geld haben? Wie viel Geld hast du denn auf dem Konto? 50.000 Liegestütze habe ich. Warte. 50.000. 50.000 Liegestütze, okay. Wie viel Geld haben Sie? Microphone muted. Microphone activated. Boom. Wie haut man eigentlich... Ich frag Sie nochmal, wie viel Geld haben Sie? Dabei hat er nichts. Hast du seine Nieren geklaut? Wie haut man eigentlich jemanden nieder? Kannst du mal hingehen und dann Shift G drücken. Shift G? Microphone muted. Microphone activated. Wie viel Geld hast du jetzt wirklich? Haben Sie 15.000, genau. Also genau auf dem Konto. Ja, dann fahren 50.000. Jungs, könnt ihr mal nicht die Spritze halten, Alter? Dann fahren wir beide jetzt zum ATM und du gibst mir alles, was du hast. Wir können dich auch einfach hier stehen lassen und du verblutest, ist mir auch egal. Oder wir beide fahren jetzt zum ATM, du gibst mir dein ganzes Geld, was du auf dem Konto hast, und dann kannst du wieder laufen. Ja, okay. Ja, wie kann ich dir gehen? Dann werde ich dich jetzt einmal verbinden und dann fahren wir mit dir dahin und du machst keine Spielchen mit uns. Ja, du brauchst sie gar nicht zu verbinden. Alles klar, auffahren. Kann den auch so tragen. Oh, steckt der wieder nicht im Wagen. Ja komm, wieso wird das nicht angezeigt? Jetzt. Überfällt dich jetzt wirklich um. Geil, Alter. Fahr zum Flughafen einfach, scheißegal. Der hat was gesagt gehabt. Nee, Flughafen. Dann fahr zum Waffenhändler zum ATM. Fahr mir einfach hinterher. 2 Kilometer da vorne. Nirgendwo gibt's ein ATM. Ja, siehst du. Ja, stimmt. Na, ich denke mal, die werden sich einfach nur eine Sportlimo zusammengekratzt haben und wollten selbst Leute überfallen. Mhm. Wir haben den Plan gekreuzt. Ich habe immer irgendwie auf eine Straße fahren mit der Sportlimo, ist ganz schön scheiße hier. Ich frage mich nur, wo der Winter ist. Boah, ja, die schafft ja auch 100 hier drauf, was ist mit der los? Hol ich da einen da vorne, locker. Boah, Zaun. Boah, Alter! Ja, so hol ich den auf jeden Fall ein. Wir holen euch ein. Rechts weiter, Babylon. Ah, genau da. Genau in die Richtung. Das ist perfekt. Aber die Reifen und so lasst denn mal ganz, ne? Also lass sie denn schon fahren, wenn er uns jetzt das Geld gibt. Ja. Nicht das Auto kaputt schießen oder so. Ich habe nur ein bisschen auf das Auto geschossen, so dass er sagt, ausspuckt, wie viel hat er. Ja, das Auto ist ja noch heil, alles gut. Wenn ich will, kann ich auch auf den Fuel schießen, dann fliegt sie in die Luft, aber das will ich ja nicht. Ich fühle nur, dass er ein bisschen leid halt. Können es auch auf den Tank schießen. Meine ich ja. Fuel, Tank, ist das geil. Ey, der Typ mit dir 100.000, ne? Ja. Ich hab hier gesagt, der wollte erst so 20.000 geben, seitdem wir so im Wagen.
Ja, ich weiß, erst hat er, dann kam er nachher auf 50.000, jetzt hat er vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja, ich habe so gesagt, dann würde sich das mehr rentieren, wenn wir dann sein Fahrzeug verkaufen, hat er gesagt, ja, gebe ich 100 Tonnen. Nee, ich habe gesagt, hier, der soll von seinen Kollegen Geld überweisen lassen. Ich glaube, der hat mehr, oder sagt nur, dass das wenig. Ja. Da wollen wir den noch mal einfach ein bisschen wohin stehen lassen. Nein, lass ihn, ich habe jetzt mit ihm abgemacht, dass er uns das Geld gibt, dann lass ihn noch fahren. Warum? Jetzt ewig lange mit dem rumspielen, ist das auch langweilig. Ja, weil dann noch einmal ausziehen und so, ne? Warum lange rumspielen? Wir fahren einfach nur mal zurück, lassen mitten in der Wüste raus. Er muss uns seine Karte droppen und sein GPS. Er weiß nicht mehr, wo er steht. Ja, Karte und, ja genau, Karte und GPS noch. Aber obwohl, der könnte respawnen. Ja, oder aber erst nach 10 Minuten, das ist West Combat Lock. Ich hasse diese Sportlimo so sehr, ne? Ja, du musst dann 10 Minuten so bleiben. Deswegen. Also 100.000, wenn du 1 Cent weniger bezahlst, fahren wir mit dem Fahrzeug weg und zerstören es. Ach jo. Ja, ey. Lang der Bohr passt auf, dass der Typ euch nicht überfahrt, wenn er losfährt, ne? Ja, dann... ich lass den dann einfach gefesselt hier stehen, ne? Ich brauch einen Schuss und den Reifen kaputt. So. Nee, fessel die mal frei. Wenn er auf einmal frei ist, dann echt dem fliegen die Hand fesseln ja auch nicht in 5 Minuten. Du musst den ja frei lassen, glaube ich, oder? Mhm. Oh, lass ihn mal frei gleich. Ja, ich stell den vor dem ATM. Vor allem man braucht Dietrich, um freizulassen. Nee, ich geb doch keinen Dietrich aus. So. So, kannst schön abheben. Kannst schön abheben, ne? Hat jemand einen Bolzenschneider dabei? Ja. Ja? Okay. Ja. Nein. Dann kannst du ja gleich ausrauben, wenn er bewiesen hat. Echt, sollen wir, ja? Vielleicht haben wir, klar. Aber nee, dann sehen wir uns den Boden, wo wir sind. Ey, Jungs, es gibt gerade ein paar Streitigkeiten beim CS und die streiten sich gerade, wer das Geld geben muss. Das dauert noch so eine Minute. Nö. Dann bitte also eine Minute warten wir nicht. Ja, wartet kurz. Ich also entweder wird das jetzt entschieden oder da war's wieder. Warte, das ist mein Chat. Don Corleone wurde von Heilzeitung ins Gefängnis gefangen, ist geil. Ja, warte, ich geb dir das. Und hat er schon was gegeben? Noch nicht bis jetzt. Chef, das ist nicht sein Ernst. Screenshot. Der verliert Verbindung. Wenn er jetzt sein Stromkabel gezogen, Internetkabel gezogen hat, ne? Trotzdem, wenn er jetzt disconnected. Mein Freund. Okay. Ist er disconnected? Ja, Combat Lock. Ja, Screenshots machen. Ja, mach ich genau. Komm, ich hab schon einen gemacht. Weil dann hast du aufgenommen gehabt? Die ganze Zeit. Ja, klar. Gut. Klar. Ich schreib schon mal Ben Brooks. Nee, nicht Ben Brooks, warte mal. Es gibt da hier den Theodor, der ist viel cooler. Also die Karre mach ich dann erstmal Schrott. Nee, komm, die jagen wir alle gleichzeitig dann zusammen. Ja, den schrotten wir hundertprozentig. Mhm. Weil so eine Scheiße. Ja. Fahr mal den SUV ein Stück weg, nicht, dass das Ding auch noch Schrott ist danach. Wollen wir den hier stoppen, oder wie? Ja, klar. Hier. Na gut. Fahrt mal die SUVs ein bisschen weg und dann... Ist der nicht, wo der Tank ist? Ey, du kannst schon mal einen Admin anschreiben, ne? Hab ich schon. So. Muss Fahrzeug reparieren hier. Dann schieß ich gleich mit. Hier so vereinzelt schießt und danach drauf. Aber ich hab schon mal auf den Sport nehmen, ich glaube, das geht gar nicht. Ich hab schon mal gut. Ich hab noch, warte mal, wie viel Magazin habe ich? Ich hab 400 Schüsse. Ich hab zwei Beine hier. Also ihr müsst. Du bist genau vor meinem Schussfeld. Ich sag mal kurz mal. Hat jemand mehr Magazine?
Oh, shit, überkippt. Kannst C drücken, ne? Dann macht er zwei Beine auf. Wenn du da liegst. No, C jetzt hast du besser den drücken. Ey, du hast auch noch Blendgranaten, ne? Wie viel hast du denn davon? Was hab ich? Blendgranaten. Wie viele davon hast du? Drei, warum? Dann könntest du einen draufschmeißen, dann würde der explodieren. Meinst du? Ja, der macht auch so einen Explosionsschaden, oder nicht? Der blendet ja nicht mehr. Wolltest du das echt probieren, oder was? Weiß ich nicht. Ja, komm. Ja. Einmal komm. Warte, soll ich mal reingehen, mal gucken, wie es mit dem Zustand vom Auto aussieht? Mach's, okay. Warte, geh zurück. Oh, scheiße. Nee, der tut doch keinen Schaden machen. Wieso macht er keinen Schaden, aber? So leise, ich höre nichts. Also, ich hab die Shift P noch dran hier. Ich seh nur hell. Ich bin kurz im Crow. Also der Tank und der Motor sind rot. Nur der Motor? Und der Hul. Er sieht ja was, ich sehe gar nichts. Oh, dann hat er es nur kein Benzin, ja. Noch ein paar Schüsse, dann sollte der eigentlich explodieren, aber. Warte. Ah, ich sehe schon wieder was gleich. Okay. Kann er mal was probieren? Okay, ich sehe wieder was. Oh, jetzt gibt's. Oh nö, warte, lass mich aussteigen. Hör mal, das Ding erschlüpft jetzt nur einmal in der Luft. Oh nö. Da kommt er jetzt hier immer. Kann euch hier mal den anschreiben. Mann, wir können ja auch in den Support einfach mal reingehen, ne? Babylon, bist du schon am Dingsen, das Video da? Ne, noch nicht. Du hast ja einen Screenshot erstmal. Vielleicht reicht das ja aus. Also der Fuel, ist jetzt auch schon rot. Ich geh schon mal, warte auf Support, okay? Weil also durch das Rahmen ist der Fuel jetzt auch schon rot geworden, jetzt traue ich mich nicht mehr gegenfahren. Fuel? Okay, dann können wir draufballern nur noch. Aber ich habe nur noch zwei Magazine. Habt ihr mehr? Auch nur drei. Ja, Babylon, wie viel hast du? Ah, scheiß drauf, lass das Ding hier so stehen. Ja. User was moved out of your channel. User was moved to your channel. So. So, was war jetzt der Vorfall? Dann da erzähl du. Ich? Ja, der Vorfall war, wir haben jemanden überfallen. Dann sind wir mit dem halt zum Verhandeln wegen seinem Fahrzeug zum ATM gefahren. Und vorm ATM hat derjenige gemeint, wir sollen erstmal ein paar Minuten warten. Aber dann erstmal ohne Roleplay, von wegen, ja hier gibt's gerade Diskussionen auf dem Teamspeak und so. Ja, wer halt uns das Geld geben soll und so, ne? Weil derjenige hatte kein Geld angeblich, was ich aber nicht glaube. Und dann nach circa 2 Minuten war der Verbindung zu dem verloren und ja, das sah stark danach aus, als würde der sein LAN-Kabel rausziehen oder seine Verbindung unterbrechen. Mikrofon muted. Also, das kann man an sich natürlich nicht nachweisen. Ich brauche mal einen Namen am besten. Der ist gerade schon wieder verbunden. Ja. Also wir könnten, bei LAN-Kabel ziehen kann man immer schwer was machen natürlich. Ja, aber er könnte wenigstens dann wieder zurückkommen und den Roleplay, falls es nicht so war, doch weitermachen, oder nicht? Ja, ich werde ihn jetzt mal kicken, dann kommt er auf den TS. Ich guck erstmal, ist er auf dem TS vielleicht. Stupid, nein. Lass mal hier warten, vielleicht kommt er ja dann wieder echt. Ich repariere auch sein Auto gratis. Ja, wenn das jetzt nicht extra war, dann soll er wirklich auch hier hinkommen. Nee, auch wenn das jetzt extra war, muss er da hinkommen und weitermachen. Ja. Ben, wo ist denn da der Fuel bei einer Sportdemo? Ja, dann warten wir hier, denn ja, kommt er ja wieder her. Boah, der Sportler, der müsste weiter hinten sitzen, glauben. Kann ich ihm nicht genau sagen, aber ich bin der Meinung, der müsste weiter hinten sitzen. Aber so ein Schwarzmarkt für Autos verkaufen gibt's hier noch nicht, ne? Doch, der ist eingefügt. Oder dann? Ist er wieder rausgenommen. Also letztens war er drinnen. Ja, hab ich auch gesehen. Ja, ich war heute irgendwie immer drinnen. Okay, dann vielleicht wird er wieder rausgenommen durch irgendwelche Bugs oder so. Ich glaube, der ist wieder rausgenommen. Guck eigentlich. Mal. Ja, der ist wieder rausgenommen, so wie es aussieht. Ja. Gut, kann ich jetzt auch nicht weiter zu was sagen. Microphone activated. Gut, die Tage wahrscheinlich. Microphone muted. Microphone activated.
Ja, dann lass einfach hier warten. Also das Geld möchte ich jetzt schon haben. Ja. Bin auch über 20.000 froh. Moment mal bitte. Jimba, oh Gott, ey. Graham. User was moved to your channel. Hallo Jimba, du bist stupid oder was? Yep, genau. Alles klar, gut. Die Herren haben sich gerade beschwert, dass du gerade ausgeteilt bist in der Peer-Situation. Dafür kann ich jetzt wirklich nichts dafür. Das ist, wir wissen jetzt natürlich nicht, ob du Ladenkabel gezogen hast oder wirklich ausgeteilt bist. Wir machen jetzt einfach Folgendes. Ich bitte dich, dass du wieder zu diesem ATM kommst, wo du irgendwann aufgehört hast und die einfach das IP weitermacht, ja? Okay, aber um ehrlich zu sein, das war jetzt nicht wirklich ein RP, das war eigentlich ein RDM, was er gemacht hat. Und zwar, es war so, dass wir zum Waffenhändler gegangen sind, ganz normal. Und die gesagt haben, anhalten, haben einfach uns geschossen, haben uns direkt einfach umgebracht. Und dann kam halt ein Sunny, hat mich wiederbelebt und meinen Kollegen jetzt nicht und haben mich einfach als Geisel mitgenommen. Darf ich mal Kremlis fahren? Ich habe ihn halt gesehen, habe gesagt, ey, da steht der Lastenüber vor allem, das ist weiter weg als 50 Meter vom ATM. Bin so gesagt, hab gesagt, stehen bleiben, überfallen. Hab seinen Reifen zerschossen, auf einmal zieht er seine Waffe, er hat seine Waffe gezogen. Und dann hab ich gleich reagiert und ihn abgeschossen. Ich will nicht selbst sterben. Ja, das mit dem RDM kann ich gar nichts machen, wenn du da keine Beweise hast. Ich kann ja niemanden Glauben stecken, der keine Beweise hat. Deswegen ist es erstmal so, das Einzige, was ich jetzt sehe, dass du Connection Loss hast und das ist für mich jetzt der Beweis. Ich bin am besten, ich würde an allen, jetzt mal an alle hier, euch empfehlen, Shadowplay, Fraps, andere Aufnahmenprogramme laufen lassen im Hintergrund oder, ja, schon einen oder ähnliches. Das ist immer sehr, also ohne Screenshots, ohne Videos kann man ja nichts machen. Jo, egal, dann machen die es nochmal so, ich komme wieder zu euch und dann könnt ihr das weitermachen. Genau, das wäre schön, wenn ihr das... Weißt du, wo wir waren? Ciao. Alles klar. Wo seid ihr überhaupt? Warte, sag ich dir gleich. Beim Holzhändler rechts daneben in Zürta. Alles klar. Ciao. Ciao. User disconnected from your channel. Gut, dann freut mich, dass sich das hier geklärt hat. Und dann würde ich auch erstmal, ja, viel Spaß noch. Ciao. User left your channel. User was moved out of your User channel. Was moved out of you your channel. Moved. User was moved to your channel. Okay. User left your channel. Aufregend. Ich kann den aber erstmal noch nicht reparieren, ne? Ja. Also es kann jetzt erstmal eine halbe Stunde dauern, bis der Typ überhaupt hier ist. Ja. Ja, der wird hier wohl nicht laufen. Ja. Kann man da nicht die Granaten wechseln? Ja, Steuerung G. Steuerung G, okay. Ja, was machen wir denn jetzt bis dahin? Was gibt's denn hier Schönes in der Nähe? Holzhändler. Boden wieder. Kokainfeld. Könnten vielleicht zum ATM da... Könnten den ATM ausrauben. Ja, aber beim Waffenhändler, ne? Am besten, weil wenn wir das hier machen... Hier wir könnten ja so ein zweiten, ja ne, zu zweit zum ATM ist schon gefährlich. Doch, weil du ohne ausgebrochen, Leute, wie geht das? Die Klasse ist ja voll zu dritt, ne? Dann bleibst du halt, weil du das Geld haben willst, ja, hier, ne? Dass du dann halt sicher das Geld hast und wir fahren dann zu dritt zum ATM und... Ich brauche aber dennoch ein Auto oder so, ne? Sonst da kannst du mein Auto. Nee, ja. Hast du den Schlüssel noch dafür, den Schlüssel noch? Pablo, fahr du mit mir dann. Ja, Schlüssel noch. Ja, aber mit deiner Sportlimo-Fakte, nichts an, ne? Danke. Wir nehmen den schwarzen, ich hab dir den aber trotzdem angegeben. Komm denn zu euch dann gefahren, denn wenn ich fertig bin, ne? Jo. Weil dann gibst du mir Schlüssel auch von deinem Wagen oder uns allen. Ich auch schon. Danke. So. So, dann checken wir alle hier bei dem schwarzen SUV. Achso. Beim schwarzen, ich bin wohl. Beim Schwarzen. Kann ich für den Aufschlüssel haben, bitte? Ich habe aber keine Handschellen oder sowas. Ich habe einen Handschellen vorhin schon bei dem Typen angewendet. Pardon, hast du welche? Du müsstest noch einen haben, ich habe dir noch einen gegeben. Ja, egal, du brauchst nicht keine Handschellen mehr. Der muss jetzt eigentlich weiter. Nee, ich habe keine Handschellen. Wohl doch, da. Doch, habe ich die. Glück nicht. Oder wo bist du denn da? Ja. Eben. Wie tut man festnehmen? Shift R. Also haben die es doch nicht geändert.
Eine Weile lang ging es nicht mehr. Die ändern immer alles. Auf einmal. Du musst sie immer niederschlagen. Ah, wo ist das jetzt nochmal? Warte mal. Ach da, hier, die Straßenhändler einfach. Das funktioniert erst, wenn du jemanden niederschlägst, ne? Ja, das weiß ich. Das war ja immer so. Der Typ ist wieder rausgeflogen, ne? Wieder getrennt. Also hast du jetzt da hinten noch Handschellen? Ja, er hat welche. Ja, okay, sonst nehme ich verdammt, dass wir zu lange warten müssen, ne, und du auch. Nimm ihn dann fest, steck ihn in das Auto und lass ihn mir mitten im Nirgendwo einfach raus. Wenn er überhaupt noch kommt. Ne, ich weiß aber nicht, fürs Warten muss er jetzt Strafe. Und dann verwendet wieder. Ja, er darf eigentlich erst nach 10 Minuten liften. Also dann halt, wenn du ihn rauslässt, bist du besser auch wieder komplett lock. Ich glaube, solange das niemand sieht. Karte weg und so. Aber du hast Bolzenschneider, ne? Ja. Gut, dann sind wir nicht umsonst. Ey, bis der da ist, glaube ich, ey. Kann lang dauern. Oh ja. Und wir könnten den auch abholen einfach, ne? Wir sollen ja auch noch belohnen dafür. Nee. Ich nicht ein. Ja, dann würde es aber deutlich schneller gehen, als wenn der alleine fährt. Hat er da vorne ist in die Tanke, ne? Und ich habe das Gefühl, dass er nicht alleine kommen wird. Wer muss